einen fröhlichen 7. Dezember, Leute. Was ich heute bekomme, weiß ich noch nicht. Oh Gott, wie meine Augen aussehen. Tja, die Augen des Todes. Ah, nicht vergessen, ich habe ja, meine Freundin hat mich ausgestattet mit Zeug. Ah, heute bin ich ein Rentier. Hello! Heute geht es weiter um meine Leidenschaft, die sich praktisch von den Spielen entwickelt hat, und zwar eine Sammelleidenschaft. Ich habe ziemlich viele, oder sehr viele Spiele für die PlayStation 1 und habe danach dann, wie war der weitere Verlauf, mir eine GameCube gekauft, dann die alte Xbox, also Xbox 1, nicht die Xbox One, nein, die Xbox. Und da weiß ich nicht mehr genau, wie was dann alles kam. Auf jeden Fall habe ich, ich sammle Konsolen und Spiele dazu. Also ich habe eigentlich fast alle Konsolen. Ist es einfacher zu sagen, was mir noch fehlt, und zwar mir fehlt noch eine Dreamcast. Das Ding von Atari und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Die drei Sachen fehlen mir noch. Handhelds, da fehlt mir sicherlich noch mehr. Also da habe ich dann irgendwann nicht mehr eingesehen. Ich habe mir halt früher, mir fehlt der graue, dicke Gameboy, den habe ich nennt. Diesen grauen, dicken Gameboy eben mit dem grünen Bildschirm. Und, was noch? Noch irgendwas. Ach ja, ich habe mir irgendwann halt auch ein DS gekauft, aber die Sachen, die danach kamen, ein größerer DS mit 3D und sowas, das habe ich nicht, weil ich dachte, ich habe ein DS, das reicht. Der Rest sind dann nur Abwandlungen davon, keine Ahnung. Und ja, aber sonst, und das hat sich echt, über die Jahre ist es sehr stark, oder hat sich verschlimmert, diese Sammelleidenschaft, nicht Wut, sondern Leidenschaft. Vor allem was die Xbox 360 angeht, da war es richtig krass. Also da habe ich über 200 Spiele für die Konsole, also hart Spiele gekauft in Hardware, und dann halt noch ein paar Downloads und sowas. Also da habe ich echt richtig viel Holz. Für die GameCube habe ich auch sehr, sehr viel. Für die Wii habe ich auch einen Sack voll Spiele, also wirklich, also bestimmt 60 oder 70. PC-Spiele habe ich eh unzählige. Und PC zählt für mich halt nicht als Konsole. PC ist halt ein PC, ein Computer, das ist wieder was anderes. Da kann man ja allein schon die Steam-Spiele, da kann man ja 800 Milliarden Spiele haben. Und das ist, wie gesagt, meine Leidenschaft jetzt nicht mehr so stark. Das ist dann doch wiederum etwas, also ich kaufe schon noch gerne den Kram, aber ich habe allein, also einfach aus Zeitgründen her kann ich nicht mehr so spielen, wie ich es früher gespielt habe. Das hat natürlich auch zu dieser Passion dazugehört, dass ich mir viele Sachen gekauft habe, aber ich habe wirklich jedes Spiel auf der Xbox, jedes Spiel durchgespielt. Also ich kaufe mir auch nie viele Spiele auf einmal. Ich kaufe mir für die Konsolen ein Spiel, das zocke ich durch und dann kaufe ich mir das nächste. Am PC ist es ganz anders. Am PC habe ich bestimmt 80 Spiele, die ich noch nicht mal installiert habe. Soweit dazu. Also ich bin ein Spielenarr, auch wenn das leider mit der Zeit etwas abgenommen hat. Weil die Zeit abgenommen hat. Der Tag ist zu voll und es gibt einfach zu viel zu tun, um einfach sich hinzusetzen und einfach zu spielen. Es geht nicht. Oder im Moment geht es zumindest nicht. Also vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.